Servus, guys, was wird das Back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen, Jungs, heute zu einer Jahresanalyse zu Prones, meine lieben Freunde. Doch am Anfang des Videos schon etwas ziemlich Wichtiges. Wie es scheint, hat das EU-Parlament Artikel 13 durchgesetzt. Ich habe mich dazu schon ein bisschen belesen, aber ich würde euch jetzt mal fragen, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Materie auskennen könnten, was genau bedeutet das jetzt für meinen Kanal und meinen Content in der Zukunft wirklich explizit auf mich zugeschnitten? Stimmt, dass ich weiß, worauf ich mich vielleicht die nächste Zeit einstellen muss, Jungs. Deswegen würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn mir da der ein oder andere in den Kommentaren ein bisschen Nachhilfe geben könnte. Ich habe mich darüber schon ein wenig informiert, aber will das Ganze vielleicht nochmal von anderen Sichtweisen hören, beziehungsweise ja, mehrere Leute können natürlich auch mehrere Sachen entdecken. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich da in der Hinsicht unterstützen würdet. Und ich würde sagen, wir starten. Eine Zeit. Dance when the bass hit, dab on the spaceship. Me and all my motherfucking homies going. Ja, Jungs, ihr habt euch im letzten Video über FGU ganz knapp dafür entschieden, dass wir über Prones heute ein Video machen, Jungs. Auf alle Fälle könnt ihr jetzt oben in der Infokarte abstimmen, welchen YouTuber ihr gerne als nächstes sehen wollt. Und Prones hat sein FIFA-Jahr wie eigentlich die meisten YouTuber mit einem Pack-Opening und einem Livestream gestartet. Das ging damals auch schon bei ihm ordentlich ab. Er hat sich, glaube ich, schon 2000 Euro in den ersten Streams insgesamt rausgehauen und hatte sich jetzt auch in FIFA 18 einen ordentlichen Twitch-Kanal aufgebaut mit vielen Zuschauern, mit vielen Followern, mit vielen Subscribern. Da hat er dieses Jahr auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Und man muss auch zu seinem Content sagen, es ist relativ wenig Battle-Content. Meistens sieht man wirklich nur ihn und natürlich im Vordergrund stand bei ihm dieses Jahr die Foot Champions Top 100, Jungs, und die hatte das erste Mal am 19.10.2017 hochgeladen, hat das erste Mal die Top 100 geschafft. Auf jeden Fall Respekt dafür schon so früh. Also er hat sich auf jeden Fall viel in diesem FIFA-Jahr vorgenommen und hat auch schnell einiges erreicht. Am 25.11. kündigt er mehr oder weniger an zu planen, in den E-Sport einzugehen. Spricht dort darüber, dass er vielleicht die Europameisterschaft schaffen könnte, aber er spricht auf jeden Fall auch an, welche Probleme ihn quasi als E-Sportler warten, beziehungsweise was ihn vielleicht ein bisschen schwächer macht als andere. Darüber habe ich ja damals auch ein Video gemacht. Ich habe ihn damals eigentlich sogar ziemlich schwach eingeschätzt, aber meine Kritik sollte dann auch wirklich verstummen. Er hat sich am Ende auch ordentlich durchgesetzt. Er selber hat an sich kritisiert, dass er zu wenig gegen andere E-Sportler spielt und ja, das ist natürlich, sag ich mal, für den Wettbewerb nicht so das Beste. Dann natürlich noch weitere Kritikpunkte. Aber für mich war immer der Hauptpunkt, dass er damals ein bisschen zu wenig gegen E-Sportler gespielt hat. Aber dieses Problem scheint ja bis heute eigentlich behoben zu haben. Kurz nach dem Jahreswechsel am 2.1. released er, dass er mit Stark eSport zusammenarbeiten möchte und dass er auch schon in das ein oder andere Turnier eingetragen wurde, in denen er sich, muss ich wirklich sagen, ziemlich stark geschlagen hat dafür, dass er ein absoluter Newcomer war. 21 Tage später released er dann seine Teamkameraden, zum einen Lukas van der Heide aka Sakul und zum anderen Stylo, werden seine Teamkameraden beim Focus Clan sein, welche geleitet werden von Stark eSport. Und anschließend war er noch bei einigen E-Sport-Turnieren mit dabei und bei der Deutschen Meisterschaft, wo er jetzt allerdings keine riesigen Erfolge eingefahren hat, aber natürlich war er zu diesem Zeitpunkt, sag ich mal, ein knappes halbes Jahr vielleicht noch drunter im E-Sport-Bereich tätig. Am 9.5. hat er dann sein erstes E-Sport-Turnier gewonnen, nämlich den Blick E-Sport Cup. Und das hatte zur Folge, dass er eine Wildcard für die WM auslösen konnte. Und das war damals ein riesiger Erfolg für uns. Als absoluter Newcomer hat sich im ganzen Turnier sehr konstant und wacker durchgeschlagen und hat am Ende auch, muss ich sagen, verdient gewonnen. Allerdings kommt 11 Tage später der Dämpfer, dass er disqualifiziert wird aufgrund seiner Sponsoren, da er mit Sponsoren arbeitet bzw. gearbeitet hat, die EA nicht so ganz gefallen, wie zum Beispiel auch Coins-Seiten. Deshalb wurde er am Ende disqualifiziert. Das war natürlich hart für Prones. Man hat einen leichten Motivationsabfall gemerkt, aber danach hat er wieder ordentlich Gas gegeben. Und am 31.07., was man auch noch als Highlight sagen kann, kann er uns sein neues Haus vorgestellt, seinen neuen Wohnort. Und ich muss wirklich sagen, krass, was man sich durch YouTube und alles ermöglichen kann. Respekt auf jeden Fall da von meiner Seite. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Abschlussfazit. Ich muss wirklich sagen, trotz der Tatsache, dass er E-Sportler ist, hat er sehr abwechslungsreichen und auch teilweise E-Sport-untypischen Content gebracht. Wenn der ein oder andere von euch E-Sportler sich regelmäßig anschaut, dann dreht es sich meistens nur um das eine. Klar, sie werden dafür bezahlt. Aber Prones ist eigentlich seiner Linie von früher, von FIFA 17, 16, 15, 14 eigentlich auch relativ treu geblieben. Er hat das ein oder andere SBB hoch
hochgeladen. Er hatte auch viele Serien, wo ich einfach sagen muss, die gibt es nicht oft in der FIFA-Szene. Zum Beispiel Jackpot Battles haben mir sehr gut gefallen. Davon kann er gerne mehr hochladen. Dann natürlich das, die ein oder andere Weekend League Bronze Challenge etc. Dann Discard Challenges, jetzt vor allen Dingen am Ende von FIFA. Und natürlich auch viele Spiele gegen E-Sportler und auch das ein oder andere Fußballvideo, Jungs. Und ich muss einfach sagen, Pro und Senja, einfach richtig krass. Es hatte viele Ups und Downs. Und am Ende scheint es wieder bergauf zu gehen. Denn ich habe vor uns auf Twitter gelesen, dass er wieder eine nähere Zusammenarbeit mit EA anstreben wird. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, Jungs, und ich hoffe, euch hat dieses Video heute gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben oder generell irgendeine Bewertung, um mir zu zeigen, dass ihr das gut findet oder nicht gut findet, Jungs. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab, oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung verlinkt, Jungs. Kostenloses Abo wäre Babo, Jungs. Wie gesagt, zu FIFA 19 kommt das ein oder andere Video mit einem größeren FIFA-YouTuber. Ich habe schon richtig Bock, Jungs. Ich würde sagen, euer Sweater ist raus. Wir sehen uns in einem Video in den nächsten Tagen. Macht's gut, haut rein und ciao!